Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Strangerville. Wir haben heute wieder einen kleinen Gast, der mir über die Schulter schaut. Möchtest du Hi sagen, Mella? Genau, das war die Mella, die schaut uns heute zu. Und jetzt fangen wir gleich an. Ich habe mich jetzt schon um Lillys Bedürfnisse gekümmert, dass das alles soweit im grünen Bereich ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, was muss man denn jetzt eigentlich erledigen? Also wir müssen jetzt noch den Schutzanzug bei dem Kuriositätenstand holen. Der geöffnet hat, ja, sehr gut. Ich kann hier gerade echt nicht steuern. Geh mal hier rüber und kaufe Kleidung? Nein, also bei Kleidung ist schon mal nicht. Dann kaufen wir Kuriositäten. Da wird er hoffentlich dabei sein. Den Spuren-Atemluftfilter. Moment, nee, den... Ach, da muss ich an den Briefkasten gehen. Den hat sie uns ja zugeschickt. Der kam heute Morgen schon per Post. Die müssen wir noch rausholen. Also hier, Spionagewanze. Ja, gut. Also ich weiß nicht, ob ich blind bin. Siehst du da irgendwo einen Schutzanzug im Inventar? Du hast auch keinen gesehen, oder? Nee, ich habe gar keinen gesehen. Ja, ich sehe nämlich auch keinen. Ja, blöd. Bin ich hier eigentlich irgendwie zu doof oder so? Aber... Geheiminventar kann ich auch nicht, oder was? Frage den Besitzer des Kuriositätengeschäftes nach den Sporen im Labor. Vielleicht hat er etwas Hilfreiches für dich. Aber ich dachte, das hätten wir doch schon längst getan. Ich kann hier auch irgendwie nur über Stranger reden. Ja, gut. Ja, gut. Oder... Da, warte mal. Hier. Also, ich habe einen Schutzanzug, der mich gegen Sporen schützen kann, aber mir fehlt noch der Atemluftfilter. Das heißt, ich kriege das vielleicht einfach erst, wenn ich den... Oh, da ist schon wieder einer von denen. Ich kriege das vielleicht einfach erst, wenn ich hier den Filter rausgeholt habe. Also, hol dir mal die Post hier raus. Die sehen schon echt freaky aus, oder? Wow. So, Lilly, wo bleibst du denn? Wir brauchen den Atemluftfilter. So. Lilly hat alles aus dem Briefkasten geholt. Jetzt haben wir hier den Sporenfilter. Kann verwendet werden, um einen unvollständigen Schutzanzug zu ergänzen. Also, gehen wir hier wieder zurück. Und jetzt, frag doch nochmal nach den Sporen im Labor. Nein, ich möchte jetzt nicht abhängen. Ich habe Wichtigeres zu tun, als abzuhängen. Ich muss die Welt retten, okay. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach können wir abhängen. Das war super. Okay. So, kann ich jetzt geheim was? Ich will das jetzt haben. Also, ich würde sie dir verkaufen, wenn du weiterhin interessiert bist. Ja, aber wie? Wie? Was mache ich denn falsch? Ah, nee, fuck it. Nee, da wollte ich gar nicht draufklicken. Ich wollte... Lass mich doch jetzt in Ruhe mit deinem hier, mit deinem Kuriositäten-Inventar. Das interessiert mich ja alles gar nicht. Geheim-Inventar. Schutzanzug. 1000 Simoleons. Wow. Also, viel Spaß mit deinem brandneuen, unvollständigen Schutzanzug. Schön, dass ihr das unvollständig so betont. Ich habe dir ja gesagt, dass eine wichtige Komponente fehlt. Frage die Wissenschaftler nach den Sporen. Vielleicht haben sie eine Art Sporenfilter. Okay, den haben wir ja nun schon. Was tust du denn da? Den haben wir jetzt schon. Kann man den jetzt mit Schutzanzug kombinieren? Genau, mach mal. Und jetzt? Den tiefsten Teil des Geheimlabors durchqueren. Sollen wir aufbrechen das Geheimlabor, Mella? Ja. Okay. Also, dann reisen wir jetzt ins Geheimlabor. Ohne jemanden mitzunehmen. As usual. Und dann schwingen wir uns erstmal in unseren scharfen Schutzanzug rein. Und retten die Welt. Und retten die Welt, ganz genau. Dann retten wir die Welt. Also hoffentlich. Hoffentlich, weil ich glaube, um uns zu retten, kommt keiner. Da sind wir wieder im namenlosen Labor. Und vielleicht sollten wir uns erstmal jetzt den Schutzanzug anziehen. So, zieh den mal an. Wow, richtig, richtig scharf hier. Wunderschön, wunderschön. Hab noch nie sowas Schönes gesehen. Kann ich da jetzt mal ein schönes Bild von machen vielleicht? Oder geht das nicht? Kann ich das nicht vielleicht? Hallo. So, machen wir das mal. Ja, das sieht richtig scheiße aus. Der Blick. Wunderschön. Alles wunderschön hier. Gut, dann benutzen wir wieder unsere Schlüsselkarte, um hier hinein zu gehen.
Das war wieder eloquent as fuck. In unserem wunderschönen Schutzanzug. Oh, die Sporen fliegen überall rum. Aber mittlerweile finde ich sie ein bisschen dekorativ. Also schon ganz hübsch, so theoretisch. Okay. Jetzt müssen wir durch den toxischen Gang. Und diesmal klappt sie uns hoffentlich nicht zusammen. Hoffentlich. Ja, hoffentlich, Mann. Es war nicht so schön. Ich habe gedacht, jetzt ist alles aus. Aber hatte irgendwie dann irgendwie doch nicht so wirklich schreckliche Nebenwirkungen. Also das war okay. Aber ich glaube, ich muss hier noch ein Bild machen von diesem... Ja, da sieht man natürlich gar nichts. Das ist super. Aber es ist schön blau. Ist schön blau. So, jetzt schauen wir mal, was uns da unten erwartet. Ich weiß so ein bisschen was, ja. Aber nicht, ich habe wirklich versucht, so wenig wie möglich zu erfahren. Ach, hier geht's noch eine Treppe runter. Okay. Nun denn. Wow. Okay, da hinten ist ein großer Raum. Und wir müssen noch eine Treppe runter. Alles klar. Und dann kommen wir hier raus. Oh, wow. Oh, wow. Wow. So, die sehen ja ganz unterschiedlich aus. Was sind das denn für... Oh Gott. Ah, aber schau mal hier. Voll schön dekoriert mit den Blumen. Oh Gott. Oh mein Gott. Also, jetzt gehen wir hier mal durch die letzte Tür und dann schauen wir, was uns erwartet. Aber es sieht schon ein bisschen hübsch aus. Doch, muss ich schon. Also, muss ich jetzt hier mal kurz ein Foto machen. Schon sehr dekorativ. Gut. Mella, siehst du das? Ich sehe alles. Siehst du es hinter der Tür? Lieber nicht das. Nee, das hier meine ich. Ja, ich meine ja das. Meinst du, ich soll nicht reingehen? Ja, ich glaube nicht. Ja, aber ich glaube, wir müssen reingehen, um alle zu retten. Oh, wow. Mein schon erreicht. Lilly hat pathogene Ermittlerin. Boah, das ist ja mal creepy. Ach du Schande, was bist du denn? Das ist ja eklig. Die ist richtig eklig. Boah, die ist schon wieder mega repelling hier. Also, wir müssen 3 Sims impfen. Stelle experimentellen Impfstoff am chemischen Analysegerät im Geheimlabor her. Teste ihn 3-mal an besessenen Sims, um die Fähigkeit zu erhalten, einen Impfstoff gegen die Infektion am chemischen Analysegerät herzustellen. Wenn du einen Impfstoff gegen die Infektion besitzt, kannst du andere Sims impfen und rekrutieren. Dann müssen wir 3 Sims rekrutieren, um die Infektionsquelle zu vernichten und dann die Quelle der Infektion vernichten. Das ist der letzte Schritt, um die Infektion von Strangerville auszurotten. Es wird nicht einfach sein. Ja, gut. Das ist echt gruselig. Das sind alle Pflanzen zusammen. Nee, das ist die Mutterpflanze, glaube ich. Das ist die Mutterpflanze. Ja, Gott sei Dank haben wir unseren Schutzanzug. Kann ich jetzt hier raufgehen? Oder frisst sie mich dann? Hoffentlich frisst sie mich jetzt nicht. Sie fühlt sich okay. Ja, schön. So, machen wir hier doch nochmal ein Bild. So, vielleicht. Aber ich drücke immer noch ständig Z, wenn ich ranzoomen will, weil ich das noch so aus Sims 3 gewohnt bin, aber... Okay. Ja, gut. Also dann auf zum chemischen Analysegerät. Wo ist das? Und wo geht's? Ach, das ist gar keine richtige Tür. Okay. Hier drüben ist keines. Ich glaube, da müssen wir wieder noch... Ah, nee, doch, da ist eins. Okay. Experimentellen Impfstoff herstellen. Benötigt 5 Sporenhaufen und eine bizarre Frucht. Haben wir denn eine bizarre Frucht? Ich dachte, wir hätten da mal eine gehabt. Wo kriege ich die denn jetzt hier? Kann ich die da... versuchen zu kämpfen, verhöhnen, versuchen zu kommunizieren. Nein, ich glaube, das lassen wir lieber bleiben, weil ich habe keinen Bock, hier jetzt zu sterben. Dann gehen wir jetzt mal hier oben an die Oberfläche. Oder, nee, Quatsch, ich habe eine viel bessere Idee. Warte mal, war das hier nicht der toxische Gang? Der ist ja gar nicht mehr so toxisch. Wo ist der blaue Nebel hin? Ach komm, ich wollte jetzt hier gerade nach Sporen... Ja, wobei, vielleicht scannen wir gleich hier unten nach Sporen, weil wo könnte die Sporendichte größer sein als da, ne? Wächst das Ding eigentlich oder bleibt das so groß, wie es ist? Boah, ich muss sie ja die ganze Zeit anstarren, wie die sich bewegt. Ich bin voll fasziniert. Ey, was? Bist schon fertig mit Scannen? Und sie hat nur 5 Häufchen gefunden. Na ja, gut. Das erreicht ja eh gerade so für unseren experimentellen Impfstoff. Sammel die doch mal ein.
Und dann brauchen wir eine Frucht. Und da, wo kriegen wir die denn? Also da kann man nichts machen. Dann schauen wir doch einfach mal an der Oberfläche. Da sind ja überall diese hässlichen Scheißpflaster. Ma, die wachsen. Die wachsen, Mella. Die werden größer. Oh Gott. Kann ich da jetzt. Ach so, da kann ich gar nicht hingehen. Okay. Ja, eklig, ne? Finde ich auch eklig. So, hier. Warum kann ich jetzt Fliegen. da. Ja, fliegen. Die frisst uns am Ende. Ja, gut, probieren wir es mal aus. Ich brauche eine bizarre Frucht und ich weiß nicht, wo ich die jetzt herbekomme. Aber ich dachte, ich hätte schon mal eine gefunden. Ist überhaupt eine Frucht? Das ist die Frucht, die hier. Ach, ich glaube, die gibt es auch am Kuriositätenstand. Die kann man da, glaube ich, kaufen. Aber dann müssen wir jetzt wieder zurück zum Kuriositätenstand gehen. Habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Die muss man doch auch irgendwie da von den Pflanzen selber kriegen können, oder? Die haben sie verkauft. Wowza! Und jetzt kann ich die bizarre Frucht ernten. Ey, bin ich gut oder bin ich gut, ey? Und ich habe die Gartenfähigkeit erworben. Wow. Ich habe die Gartenfähigkeit erworben. Okay, weißt du das noch? Stand da, wir brauchen nur eine bizarre Frucht oder brauchen wir mehr? Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, blöd. Aber ich glaube, beim nächsten Mal muss ich vielleicht das Mikrofon auf die andere Seite stellen, weil ich weiß nicht, ob man dich hören kann. Weiß ich auch Weiß nicht. ich auch nicht. Okay. Also, jetzt experimentellen Impfstoff herstellen. Oh, die andere da hinten war noch am Wachsen. Ja, guck mal hier. Das noch so, nur so eine kleine Knospe und dann hier. Je größer sie wird, desto ekliger wird sie. Genauso wie die Mutter So. aller Mutter. Ja, die Mütter, Mutter, ja. Mutter, Mutter. So, wie lange dauert das jetzt, den Impfstoff herzustellen? Boah, ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geschaut. Ich weiß halt echt nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Kommt mir gar nicht so lange vor. Ja, mir kommt es auch nie so lange vor. Und dann sind es am Ende 40 Minuten. Nee. So, okay. Also, Lilly hat erfolgreich einen experimentellen Impfstoff hergestellt. Teste ihn an besessenen Sims, um zu erfahren, wie der richtige Impfstoff hergestellt wird. Okay. Okay. Das war ein High Five. Okay. Dann begeben wir uns jetzt. Mella, du kannst jetzt aussuchen, gehen wir in die Bar? Oder laufen wir einfach irgendwo rum? Oder gehen wir in die Bibliothek? Oder. Ja, ich glaube, sonst gibt es auch noch irgendwie nichts. In die Bar, okay. Dann auf in die Bar. Die heißt Achtglasen. Ist das nicht ein cooler Name? Und zurück auf einem Ladebildschirm. Also, oh, das ist echt. Wow. Ich liebe es, wenn diese Dinger kommen. Ich finde es immer, dann kommt die Musik und dann bin ich schon voll aufgeregt und dann sehe ich diese Meldung und denke mir so, ja, Mann, es geht weiter. Richtig nice. Okay, stoppe die Infektion. Du hast die Quelle der Infektion entdeckt, die Strangerville plagt. Eine riesige Mutterpflanze, die im Keller des Labors vergraben ist. Du kannst die Normalität in der Stadt nur wiederherstellen, indem du diese abscheuliche Kreatur besiegst. Finde ein Heilmittel gegen die Infektion und stelle ein Team zusammen, um die Mutterpflanze zu zerstören. Oh, wie geil. Ach so, ja, ach so. Wir brauchen jetzt aber hier Infizierte und die sind ja ganz normal. Mella, sag Bescheid, wenn du irgendwo einen Infizierten rumlaufen siehst. Als wären die jetzt alle weg oder was? Die schlafen. Die schlafen bestimmt nicht. Ich wette, die müssen gar nicht schlafen. Ah, hab einen gefunden. Okay, hier. Unser erstes Opfer, beziehungsweise unser erster Patient. Ach, das ist der vom Anfang, den wir. Ja. Ja, stimmt, hier. Lukas, ja klar, wie soll er auch sonst heißen? Also hier. Geh da rüber. Versuch doch mal mit ihm zu reden. Ich hoffe, er verdreht dann nicht wieder ihren Arm. Und dann, hallo? Ach so, das Jetzt funktioniert hier dreht nicht so gut. ihn. Halt, warte auf mich, Mann. Ich bin nicht so schnell. Also, jetzt versuchen wir erstmal mit ihm zu reden. Er wird wahrscheinlich eh nicht verstehen, was sie will. Und jetzt experimentieren wir. Nein, wir testen den experimentellen Impfstoff. Das wollte ich sagen. Was war das gerade für eine Meldung? Oh Gott, wie komme ich jetzt zu den Meldungen wieder zurück? Hier. Umarme die Mutter und sie schenkt dir Frieden. Ja, yeah, I don't think so. I don't think so. Ich möchte die Mutter echt nicht umarmen. Ich glaube, sie isst mich dann. Creep. Wow. Sie hat es ihm einfach ins Gesicht geschüttet? Ohne Witz. Eiskalt hier. Boah, sie hat auch schon hier die Crazy. Schaut sie euch an. Also, wenn das nicht die Crazy Eyes sind, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Hat es jetzt wenigstens funktioniert? Oh, Meschka.
Hey, er sieht wieder einigermaßen normal aus. Der Impfstoff scheint eine Reaktion ausgelöst zu haben. Konnte die Infektion aber nicht komplett... Oh! Upsi. Sorry, war ich nicht. Ich war es nicht. Konnte die Infektion aber nicht komplett beseitigen. Probiere ihn an anderen besessenen Sims aus, um die Wirkung zu überprüfen. Die sieht doch besessen aus, oder? Nee, die ist nicht besessen. Ah, die stand einfach nur komisch da. Okay. Gut. So würde ich auch immer schauen. So, wo ist unser nächstes Opfer? Da war ein wo? Besessener. Wo denn? Ich habe irgendwo einen gesehen, neben der... Ja, wir finden sicher noch hier. Wir brauchen, zwei brauchen wir noch, glaube ich. Wir könnten hier auch schon mal so hier noch bizarre Früchte ernten, weil safe Kriegen. Brauchen wir die dann. Ja, genau. Weil safe brauchen wir die dann für den richtigen Impfstoff, wenn wir dann alle retten und so, ne? Wo bleibst du denn? Ich bin immer viel schneller als mein Sim. So, jetzt nimm dir die bizarre Frucht. Und ich guck mal, ob hier noch irgendwelche... Ohoho, da ist unser nächstes Opfer. Heißt sie auch Lukas? Nein, sie ist Leslie. Gut. Aber ähnlich. Versuchen, mit Leslie zu reden. Hallo. Halt, stopp, habe ich keinen Impfstoff mehr? Kann es sein? Habe ich nur... Ach so, ich dachte, wenn man ihn herstellt, dann hat man ein bisschen mehr davon. Ja, gut. Ja, Aber versuch kurz mal mit dir zu reden. Vielleicht wird sie dann wieder normal. Nee, ich glaube, so einfach ist es nicht, nee. Dann müssen wir jetzt nochmal ins Labor und, öffne die Augen für die Schönheit ihrer Blüten. Dann müssen wir jetzt nochmal ins Labor und nochmal Impfstoff herstellen. Das ist jetzt blöd. Weil, na gut. Gut. Das hätte ich mir aber auch denken können. Also, dann auf ins Labor nochmal. So, zurück im Labor. Schon wieder. Also, diese Rumgereise ist, nervt mich schon. Enorm, muss ich sagen. Achso, ich muss ja wieder erst durch die Tür gehen. Gesundheit. So, also, Schlüsselkarte verwenden. Ah nee, Moment, halt, stopp. Wir müssen das an drei Sims testen. Was war das? I don't know. Das heißt, wir brauchen jetzt hier nochmal hier eine weitere bizarre Frucht. Finde ich irgendwie cool, die Pflanzen aber auch nicht. Ja, ein bisschen cool sind sie schon, gell? Ach nee, ich wollte keine Mikroskopprobe, sondern ich will die bizarre Frucht ernten. Und wir brauchen... Ach so, nee, wir haben ja noch vier Sporenhaufen. Ja gut, dann. Dann ist Wurst. Muss ich jetzt nochmal die Schlüsselkarte verwenden, ne? Ja. So, dann verwende die Schlüsselkarte. Was waren das? Hast du es gesehen? Die ist gerade von selber gewachsen. Safe. Was meinst du, was passiert, wenn wir die jetzt einfach wuchern lassen? Irgendwann mache ich das mal. Vielleicht, wenn wir hier durch sind. Was war... Was, das sind immer diese Pflanzen schon, gell? Oder? Ich habe vorhin Blitz gesehen. Immer diese rosa Blitze hier. Da. Oh, hä? Was? Ich kann natürlich nicht nach oben gucken, oder? Kann ich in den Himmel schauen? Ja. Ich... Oh mein Gott. What? Ah ja, da braut sich jetzt diese übelkeitserregende rosa Wolke zusammen für über uns. Das ist sehr schön und beruhigend. Finde ich toll. Ich stehe gern drunter. Okay. So, also. Wieso kann ich denn jetzt nicht den experimentellen... Ich habe doch vorher gar nicht so viel Sporenhaufen gehabt, oder? Ich habe doch fünf. Ja, aber vorher, das stand ja vorher auch fünf und es waren nicht fünf. Also gut, ja gut, dann scanne ich halt nochmal hier. Sammle halt nochmal ein paar Sporenhäufchen ein. 1, 2, 3, 4, 5. So. Immer noch 4. Nee, es sind 5. Ja, dann scannen wir hier gleich nochmal, weil wir brauchen ja insgesamt dann 10 und jetzt haben wir erst 9. So, kann schon aufhören, sind schon genug. Hier. Die kannst du jetzt einsammeln. Was braucht sie denn eigentlich? Was? Oh, ja gut. Wir stellen jetzt noch kurz hier den experimentellen Impfstoff her und dann darf sie nach Hause gehen und chillen. Und sich um ihre Bedürfnisse kümmern, denn morgen müssen wir richtig fit sein. Morgen müssen wir richtig fit sein, Mella. Willst du morgen wieder dabei sein? Ja. Weil morgen müssen wir dann, wenn ich das richtig einschätze, sind wir morgen so weit, dass wir dann die, Laura Brandenburg. Nee, ich hab jetzt echt keine Zeit, Laura. Ich rette die Welt. Verstehen immer nicht, wie busy man ist. Fürchterlich. Gut, also jetzt machen wir erstmal den hier, den experimentellen Impfstoff. Und dann geht's morgen in den Kampf gegen die Mutterpflanze, oder? Was sagst du?
Yeah. Bist dabei. Bist am Start. Ja, ja. Und dann probiere ich. Ich glaube, wenn wir dann hier durch sind, dann muss ich mal nochmal von vorne anfangen, die Story. Hast du das gesehen? Was? Das hat gerade das. Der Bildschirm, oder was? Nein. Also so das Bild. Im Film. Im Spiel. So wie ein Erdbeben, oder was? Ja. Hm. Jetzt wieder. Jetzt stimmt, wieder. Ja, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt habe ich es gesehen. Levelaufstieg. Lilly hat Level 3 der Fähigkeit Logik erreicht. Ja, nice. Yes. So, wir begeben uns jetzt ganz dringend auf die Suche nach einer Toilette. Weil, es bestimmt nicht witzig, in diesen Schutzanzug zu pinkeln. Gibt es hier keine Toiletten? Ach komm, ja genau, doch jetzt. Okay, ich nehme alles zurück. Es gibt Toiletten. So, Lilly darf jetzt erstmal auf die Toilette gehen und dann begeben wir uns nach Hause. Ach, es ist schon 6 Uhr morgens. Wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet. Tut mir jetzt ein bisschen leid. Egal. Also, auf jeden Fall haben wir jetzt rechtzeitig zum Glück die Toilette gefunden. Jetzt schicken wir Lilly nach Hause, ne, und kümmern uns um die Bedürfnisse. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schaltet unbedingt morgen ein. Oder Mittwoch. Nee, warte, morgen ist Dienstag. Morgen kommt eine neue Folge von der Faulaufhebaum-Challenge. Am Mittwoch gibt es dann das große Finale. Heute schon Montag, ne? Ja. Am Mittwoch gibt es das große Finale. Da gibt es dann die letzte Folge Strangerville wahrscheinlich. Außer ich bin sehr langsam, ja, dann kommt noch eine Folge. Aber ich nehme mal an, dass wir das in der nächsten Folge hinkriegen. Dann wird es ein bisschen länger, wenn es ist. Und genau, schaltet auf jeden Fall ein. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr wollt, dass Mella in der nächsten Folge wieder dabei ist. Wobei, ich glaube, dagegen könnt ihr gar nicht viel ausrichten. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.